Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind immer noch in der Mission Hedala, denke ich mal. Wir sollen gerade eine Dieb in die Stadt schicken. Wir sollen Geld an den Hafen schicken. Und eine Mauer errichten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Oh ja, da kommt nochmal Stein, den wir brauchen werden für die Mauern. Das muss ich ja mal gucken. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Wie wir das mit der Mauer hier machen. Am besten einfach so. Alles klar. Da kommt ein Miniaturangriff auf mich. Das ist nicht so schön. Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir werden angegriffen, wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Na gut, gegen nicht aufgeben. Ein paar Schwertkämpfer sollten wir ankommen. Wir werden angegriffen. So, vielleicht können wir etwas Holz verkaufen? Nein. Schade. Können nur Holz loswerden. Steine könnten wir zurückverkaufen. Oder Weizen. Verkaufen wir etwas Weizen. Ein Karren wurde ausgesandt. Werfen etwas Holz weg. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, dann stellen wir jetzt erst einmal das hier ein. Denn wir haben auch Fischmangel gerade. Was wir halt bräuchten, wäre Milch. Und für Milch bräuchten wir Kühe. Kühe haben wir gerade noch keine. So, wir haben aber jetzt das Geld, um hier den Außenposten zu bauen. Karren mit Rohstoffen alles getroffen.
Ja, Steuern kommen auch. Gut. Da kommt doch mal eine Tributzahlung. Alles klar. Verstanden. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Müsste halt jetzt wirklich gucken, wo ich Kühe herkriege. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Oh. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Die Regenzeit hat eingesetzt. Gut, mein Jäger ist abgeschnitten. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Okay, da können wir nicht lang bauen. Nee. Ärgerlich. So, damit sollten wir eingemauert sein, hoffe ich mal. Schon unterwegs. So, ein paar mehr Söldner sind auch nicht verkehrt. Und was wir auch hier gleich anschmeißen können, wäre eine Honigproduktion, eine große. Hier gibt es genug Platz für Bienenstöcke und wir haben auch mehr als genug Holz. Straßenseite errichten. Ach, eins wenigstens. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ah, Tag Ramkarren. Das ist nicht so schön. Jawohl. 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 Der Feind rückt gegen unsere Mauern vor. Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Okay, brauchen wir ein neues Tor hier. Ah, aber nicht so rum. Sondern so rum. Sofort! Auf euren Befehl! Gerade der Priester kommt zum Reparieren. Ja.
schon unterwegs. Ja, dann sollten wir wirklich mal eine Predigt abhalten. Wir haben keine Klamotten. Das ist auch nicht so schön. Ja, wir haben halt leider auch gerade keine Tierkörper, weil da drüben nichts ankommt. Oder da drüben nichts kommt. Die Regenzeit ist vorüber. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Schon unterwegs. So, dann müssen wir dringend gucken, dass wir mehr Tierkörper beikriegen. So, mal gucken. Hier wären... drei Schafe. Und hier eine Menge Mungos. Verstanden! So, jetzt sollte es hoffentlich langsam wieder klappen mit den Tierchen. So, hier würde es nochmal Fisch geben. Jawohl! Wie ihr wünscht! Hier wäre eine Kuhherde. Eine komplette Befehl. Kuhherde. Jawohl! Hier wäre nochmal. Hier wäre eine ganze Schafherde. Das wäre gut. Auf euren Befehl! Sofort! Wir brauchen dafür aber definitiv mehr Geld. Und ja, für Nahrung sollten wir noch einen Bäcker errichten. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch noch mal Schafe. Schon unterwegs. Oh ja, erstmal ist es wichtig, das Geld zusammenzukriegen. Was kostet eigentlich ein Dieb? Das ist die nächste gute Frage. Den können wir hier anheuern. 120, okay. Okay, hier ist gar nichts. Auf euren Befehl! Ein Karren wurde ausgesandt.
Hier ist halt nur das ganze andere Zeug. Ei,